dank eines Gesetzes, das die Mieterhöhungen verbietet. Zum Beispiel der Automechaniker Sayed Sima. Er hat in seinem Wohnzimmer einen kleinen Nasser-Altar aufgebaut. Der große Rais, der Gründer und Führer des modernen Ägyptens, als Ikonen an der Wand. Mit seinen Söhnen blätterte er in vergilbten Illustrierten aus dem vermeintlich so goldenen Zeitalter. Und ganz falsch ist die Vergangenheitsverklärung nicht. Besonders den kleinen Leuten in Ägypten ging es damals besser als heute. Sozialwohnungen waren billig, alles war billiger damals, auch sonst gab es viele freie Wohnungen, man konnte beliebig oft umziehen. Das ist heute nicht mehr möglich, alles war gemütlicher, es gab keine Not. Lupinenverkäufer gingen herum, der Eismann, es gab Mais und Schrimps, alles gab es im Überfluss. Auch hier vor den Toren Kairos im Dorf Tahanouk lebt die Erinnerung an den Helden namens Nasser weiter. Immerhin haben ihm die Felachen zu verdanken, dass aus schlecht bezahlten Landarbeitern selbstständige Bauern wurden, dank der Landreform Nassers, mit der er die Macht der Großgrundbesitzer brach. Vor Nasser waren wir Bauern nicht mehr als Sklaven und wurden von den Großgrundbesitzern sehr schlecht behandelt. Nasser sind wir heute noch dankbar, dass er uns aus diesem Sklavendasein befreite und uns zu Landbesitzern machte. Außerdem bekamen wir freie Schulbildung und kostenlose Krankenversorgung. Genau diese Menschen zu vertreten, die einfachen Bauern und die verarmte Masse der Stadtbevölkerung, beansprucht diese Partei, die seit 4 Jahren legalisierten Nasseristen. Wir sind aber mehr als nur die Vertreter der Armen, verkündet der Parteichef und ehemalige Sozialminister unter Nasser, Dia Eddin Dawood, bei einer Parteiversammlung. Unser Ziel ist wie zu Nassers Zeiten die arabische Einheit und die Zurückdrängung des amerikanischen und israelischen Einflusses in unserer Region. Doch die Partei ist noch weit entfernt, die Massen Ägyptens zu solchen Begeisterungsstürmen hinreisen zu können, wie Vorbild Nasser 1956 bei der Enteignung des Suezkanals. Kein Wunder, Nasser kam in die Macht in der Endphase der arabischen Entkolonialisierung. Damals glänzten Begriffe wie Panarabismus oder arabischer Sozialismus noch. Sie versprachen Macht und Stärke, kurz eine goldene Zukunft, und waren noch nicht durch die ernüchternde Realität stumpf geworden. Es waren die Jahre, in denen große soziale Sicherheit herrschte, aber auch Jahre, in denen die Ägypter in großer Furcht vor den Geheimdiensten und ihren Foltermethoden lebten. Die Ernüchterung kam spätestens um 8 Uhr morgens am 5. Juni 1967. Israelische Kampfflugzeuge griffen ägyptische Flugplätze an. In wenigen Stunden zerstörten sie die ägyptische Luftwaffe und in 6 Tagen die Armeen von 3 arabischen Ländern. Nasser-Bilder als Kriegsbeute in den Händen israelischer Soldaten. Diese Aufnahmen, auch heute noch ein Albtraum für viele Ägypter. Trotz dieser verheerenden außenpolitischen Niederlage, der Mythos Nasser lebt weiter, ja, er wächst sogar in diesen Tagen. Das Kondolenzbuch im Mausoleum ist voll mit Ehrfurchtskundgebungen. Vielleicht auch, weil es keinem seiner Nachfolger gelang, den Ägyptern ein so starkes Wir-Gefühl zu geben wie in den 60er Jahren. Nassers Niederlagen und seine Unterdrückungsapparate spielen heute für die Erinnerung keine Rolle mehr. Besonders unter jungen Ägyptern können wir ein wachsendes Interesse am Nasserismus beobachten, vor allem unter jenen, die antikolonialistisch eingestellt sind. Der Nasserismus spricht jene an, die ihre Ablehnung des Westens nicht über den Koran ausdrücken wollen, wie die Islamisten. Stattdessen greifen sie auf den arabischen Nationalismus zurück. So they are couching their sentiments or feelings in nationalist terms, Arab nationalist terms. Dabei kann besonders Ägyptens Wirtschaft bei genauerem Besehen nur wenig Freude an dem Erbe Nassers haben. Das Stahlwerk von Helouan bei Kairo, in den 50er Jahren gebaut mit der Hilfe der Sowjetunion. Ein typisches Produkt des nasseristischen Staatssozialismus. Nach einem Gesetz aus jener Zeit darf keiner der 22.000 Arbeiter entlassen werden, auch wenn dadurch der ägyptische Stahl auf dem Weltmarkt kaum konkurrenzfähig ist. Die Pläne der Mubarak-Regierung, durch mehr Marktwirtschaft die Produktivität zu steigern, löst in den Staatsbetrieben Unruhe aus. Denn diese Privatisierungsprogramme bedeutet Entlassung. Natürlich ist ein sicherer Arbeitsplatz eine schöne Sache, sagt dieser Mann. Aber wer die Firma übernimmt, ist auf gute Arbeiter angewiesen.
Trotz solcher Töne, für viele Arbeiter bedeutet Nasserismus ganz schlicht einen sicheren Arbeitsplatz, wenn auch schlecht bezahlt. Zurück in das Dorf Tahanup. Bilderstürmer haben vor etlichen Jahren der Nasser-Statue das Gesicht zerschlagen. Doch diese Zeiten sind endgültig vorbei. Im Gegenteil. Die örtliche Nasser-Partei bekommt täglich neue Mitglieder. Der Grund auch hier: Die Regierung hat vor wenigen Monaten das Pachtgesetz aus den 50er Jahren abgeschafft. Nach diesem Nasser-Gesetz durfte die Landpacht pro 400 Quadratmeter 100 ägyptische Pfund nicht übersteigen. Jetzt aber soll auch in der Landwirtschaft das freie Spiel der Marktkräfte die Preise festlegen. Heute müssen einige Bauern Pachtpreise zahlen, die das 15-fache über den alten Preisen liegen. Früher wurden wir vom Staat unterstützt, das ist heute abgeschafft. Außerdem müssen wir für Saatgut und andere Produktionsmittel die Preise des Weltmarktes bezahlen. Unser Einkommen entspricht aber bei weitem nicht dem Standard des Weltmarktes. Es ist also mehr als nur Nostalgie, wenn der Automechaniker Said Sima sich zusammen mit seinen Söhnen alte Nasser-Videos ansieht. Die Reformen in Ägypten schmerzen besonders die einfachen Menschen. Kein Wunder also, wenn sie sich nach den alten Zeiten zurücksehnen, wenn es auch nur die Zeiten eines wenig leistungsfähigen Staatssozialismus waren. Mit dem Abstand zu einer außergewöhnlichen Ära wächst offenbar deren Verklärung, deren Romantisierung. Der Mann, der in Ägypten wieder aufs Heldenpodest gehoben wird, hat während seiner Amtszeit eben nicht nur für mehr Gerechtigkeit und Emanzipation gesorgt, sondern gleichzeitig jedwede politische Opposition brutal unterdrückt. Sein Sozialstaat war auch ein Polizeistaat. Im April vor 2 Jahren blickte die Weltöffentlichkeit nach Ruanda, jenem afrikanischen Staat, dessen Terror bis zu 1 Million Angehörige, vor allem der Tutsi-Minderheit, zum Opfer fielen. Als die Massengräber zugeschüttet waren, wandten sich die Kameras dem nächsten Krisenherd zu, geriet Ruanda in Vergessenheit. Nun werden endlich die Schuldigen des Massakers vor Gericht gestellt. Catherine Bond und Claudia Buckmeier nehmen dies zum Anlass, das ungeheure Geschehen wieder ins Bewusstsein zu rücken. In der tansanischen Stadt Arusha residiert das internationale Tribunal, wo über die Verantwortlichen für den Völkermord von Ruanda geurteilt werden soll. Der kleine Konferenzort ist ein Kompromiss, weil Nairobi nicht zur Verfügung stand. Denn zu viele Verdächtige haben eine starke Lobby in Kenias Hauptstadt. Der Chefankläger, der südafrikanische Richter Richard Goldstone, ist dennoch zuversichtlich. Wir kennen ihre Identität genau. Viele verheimlichen ihre Taten nicht einmal. Wir müssen zuerst die Grundsteine legen, Stein auf Stein legen, müssen die Beweise beibringen, was geschehen ist, wo es geschehen ist. Die Leute, die wir suchen, sind die Anführer des Massenmordes, ob sie nun aus Belgien ausgeliefert werden sollen, ob sie in Sambia verhaftet worden sind. Die 8 Leute, die wir bisher angeklagt haben, standen alle in ihren Gebieten an der Spitze der Massenmordorganisation. Die Präfektur von Kibuye an den Ufern des Kivu-Sees. Die ersten 8 Angeklagten, von denen Richter Goldstone spricht, sollen hier zehntausende Menschen ermordet haben, zwischen April und Juli 1994. Französische Soldaten zählten 1994 allein im Fußballstadion 5000 Leichen, von Hutus getötete Tutsis. Heute noch finden Bauarbeiter hinter dem Stadion jeden Tag Skelette. Das Tribunal untersucht ein Gelände hinter der Saint-Jean-Kathedrale. Für die Technik der ersten Exhumierung liefert ein Generator Energie. Eine Kirche in ein Leichenschauhaus verwandelt. Pathologen untersuchen Skelette, an denen noch immer Fleisch modert. Das Grab, aus dem sie die Überreste bergen, ist das größte Massengrab, das die internationalen Experten bisher überhaupt gesehen haben. Ihr Ziel ist es, harte Beweise beizubringen, um die Zeugenaussagen im Gerichtssaal von Arusha zu unterstützen. Die Überreste werden geröntgt, um Metall wie Kugeln, Klingen oder Messer nachzuweisen. Über die Hälfte der exhumierten Opfer war unter 18 Jahre alt. Ein genaues Abbild der Altersstruktur der Zivilbevölkerung Ruandas. Hier ein Skelett eines ungeborenen Kindes. Der UN-Soldat gehört zu einer 24-stündigen Wache, die Grabräuber fernhalten soll, die die Arbeit des Tribunals behindern könnten.
Am 17. April 1994, vor zwei Jahren, griffen 50 Regierungssoldaten und 400 Hutu-Milizionäre tausende Tutsis an, die in und um die Kirche Saint-Jean Schutz gesucht hatten. Dies sind die Überreste eines der Opfer des Massakers. Hier ist ein Schädel, der lag an der Oberfläche, wohl jemand, der zu fliehen versuchte und dann erwischt und getötet wurde. Bei diesem Massaker finden wir zwei typische Verletzungsarten. Stumpfe Verletzungen am Kopf und an den Knochen und scharfe Einschnitte, wahrscheinlich durch Machete oder Messerhiebe. Die Wissenschaftler schälen die blutigen Kleider von den Leichen und hängen sie zum Trocknen auf. Die Menschen in Ruanda muss man nicht überzeugen, dass hier Völkermord stattgefunden hat. Das Tribunal muss aber die Welt draußen davon überzeugen. Und das tut es nach westlichem juristischen Standard. Die Zeugen erzählen alle möglichen Geschichten. Viele sind zu Protokoll genommen. Dann ändern Zeugen ihre Meinung oder sie versterben. Aber die Zeit läuft weiter. Leicht dann zu behaupten, alles wäre anders gewesen, nichts wäre hier passiert. Was wir hier sammeln, hält aber als Beweis stand. Es verhindert, dass jemand das ganze Geschehen in sein Gegenteil verdrehen kann. Die Toten berichten uns, wir interpretieren ihre Geschichte. Es ist genau dieselbe Geschichte, die uns Zeugen erzählt und belegt haben. Wir finden hier also einen Gleichklang zwischen den Toten und den Lebenden. Beide erzählen uns dasselbe. So etwas macht die Geschichte natürlich viel glaubwürdiger. Die Überlebenden versammeln sich vor der Kirche. Die Namen der Verdächtigen werden geheim gehalten. Aber jeder hier weiß, wer die Täter waren. Während des Krieges trieben sie die Tutsis zusammen. Die einen flohen in die verschiedenen Kirchen, die anderen in das Gatwaro-Stadion. Dann gab der Präfekt, sein Name ist Clément Kashiyema, den Befehl, alle Tutsis im Stadion zu töten. Sogar die Kinder, die alten Frauen, die alten Männer. Nur wenige Tutsis überlebten das Massaker in der Saint-Jean-Kathedrale. Sie warfen Handgranaten und schossen wahllos auf uns, weil wir so viele waren. Als sie feststellten, dass wir keinen Widerstand mehr leisten konnten, kamen sie mit Knüppeln und Macheten und brachten die um, die bis dahin noch überlebt hatten. Sie schienen Knüppel und hielten mich für tot, aber ich lebte noch. Ich hatte bloß das Bewusstsein verloren. Später wachte ich auf und versteckte mich bei den Nonnen, bis die französischen Soldaten kamen und die Nonnen nach Goma brachten. Die Nonnen haben mich mitgenommen. Der schleppende Beginn des Tribunals verunsichert nicht nur die Hinterbliebenen der Tutsi-Opfer, sondern auch jene Hutus, die mit dem Massenmorden nichts zu tun hatten. Die meisten von ihnen sind in das benachbarte Burundi geflohen. Ohne die Versöhnung dieser beiden Gruppen kann ein ziviler Staat Ruanda wohl nicht wieder aufgebaut werden. Wir glauben nicht, dass irgendjemand an der Rückkehr gehindert werden sollte. Nehmen Sie zum Beispiel einen Bürgermeister oder einen lokalen Beamten, der in die Massenmorde involviert war. Seine Familie muss das nicht unbedingt auch gewesen sein. Wir wollen nicht, dass die Täter ihre Familien zu einem permanenten Exil verdammen. Wir wollen, dass sich jeder einzeln verantwortet und keine Sippenhaft herrscht. Völkermord in einem Bürgerkrieg. Der Druck auf die Regierung in Ruanda, die über 60.000 gefangenen Hutus vor Gericht zu bringen, wächst ebenso wie der auf das internationale Tribunal in Arusha, den 20 oder 30 Hauptangeklagten den Prozess zu machen. Man kann das Tribunal eben nicht mit den Nürnberger Prozessen vergleichen. Damals war Deutschland von den vier Siegern völlig geschlagen worden. Die Anklage bestand aus Offizieren. Es gab keine internationale Staatsanwaltschaft. Man vergisst, dass jede Siegermacht ihren eigenen Ankläger hatte. Die Staatsanwaltschaft war eben nicht multinational.
Man verfügte in Nürnberg über Tausende von Hilfskräften, die frei Zugang zu allen Dokumenten hatten. Der Aktenfluss war optimal, ein Vorteil, den wir weder im Fall Restjugoslawien noch im Fall Ruanda kennen. Nein, im Vergleich mit Nürnberg, so schnell wie die Ankläger damals, können wir nicht sein. Das Tribunal ist hoffnungslos unterbesetzt. Ein Team von nur 34 muss alle Nachforschungen betreiben. Man braucht die doppelte Zahl. Die Finanzkrise der UNO, aber auch die Lebensbedingungen in Ruanda machen es besonders schwer, qualifiziertes Personal für die Zeugenvernehmungen anzuwerben. Es gibt genügend Zeugen, sowohl in dem Internationalen Tribunal für Ruanda als auch für Restjugoslawien. Wir haben eine Zeugenflut, das ist sehr gut. Schließlich habe ich auch mal als Anwalt auf der anderen Seite im Gerichtssaal gesessen. Gute Zeugen sind besser als gute Dokumente. Zeugen erzählen, sie repräsentieren andere Opfer, andere Zeugen. Es ist nicht so kalt, so unmenschlich, als wenn man nur dokumentarische Beweise hat. Die Zeugenflut ist eine Stärke der Anklage im Tribunal zum Völkermord in Ruanda. Aber angesichts ihrer lähmenden Bürokratie muss die Frage gestellt werden, ob die UNO die richtige Organisation ist, um internationales Recht durchzusetzen. Die Zeit arbeitet für die Täter. Die UNO, die sich so gerne als Gewissen der Welt darstellt, sitzt in Arusha mit auf der Anklagebank. In der Studie unabhängiger Experten wird den Vereinten Nationen vorgeworfen, sie hätten in Ruanda vor dem Massaker deutliche ökonomische und politische Warnzeichen übersehen und sich stattdessen durch gefühlsduselige Hilfsaktionen ein ruhiges Gewissen verschafft. In der Kälte der Analyse gedeiht die Humanität eben häufig besser als in der Hitze des Herzens. Die UNO leistete dieser Tage allerdings auch Lobenswertes, indem sie sich bei einer Sitzung in Genf für ein Verbot von sogenannten, jetzt kommt ein schreckliches Wort, Antipersonenminen stark machte. 800 bis 1200 Menschen kommen auf der Welt jeden Monat ums Leben, weil sie auf eine solche Mine treten. 25.000 Menschen werden dadurch jeden Monat verstümmelt. Eines der am stärksten betroffenen Länder ist das vom Bürgerkrieg gepeinigte Afghanistan und eine der am schlimmsten geschädigten Gruppen sind die Kinder. Diese Mine ist ägyptisch, diese belgisch, diese britisch. Die hier kommt aus Pakistan, diese ist russisch, die da amerikanisch, diese tschechoslowakisch. Diese beiden machen die größten Probleme für Kinder. Es gibt davon Tausende. Diese sieht wie Spielzeug aus. Man muss nur einmal drücken, dann ist der Horror da. Staaten produzieren solche Minen und profitieren von einem Weltmarkt, dessen Umsatz auf 300 Millionen Mark jährlich geschätzt wird. Vom Elend Afghanistans machen wir einen Sprung in das andere asiatische Extrem, in die prosperierende Handelsmetropole Singapur. Für unsere Serie über Seitenstraßen, in der wir das Leben, den Alltag jenseits der bekannten Boulevards skizzieren wollen, hat Christoph Lüttgert in Singapur eine Meile besucht, die noch jedenfalls von ihrem orientalischen Flair lebt. Feuer und Qualm, Mittag in Singapur. Ein chinesischer Marktkoch, ein sogenannter Hawker, rührt und brät scharfe Köstlichkeiten. Ein paar Meter weiter in derselben Halle, dem Hawker Center in einer Seitenstraße des Bankenviertels, zaubert ein anderer Chinese die berühmte Fischbällchensuppe zum Hieressen oder Mitnehmen. Chili-Stückchen zum Nachwürzen. Dicht daneben
gibt's Gemüse, Fleisch und Innereien in Thai. Eiernudeln mit Garnelen, das Angebot des nächsten von hier über 200 Hawkern. Malaiisch, Chinesisch, Indisch, typisch für das multikulturelle Singapur. Archaisch-asiatische Fresskultur. Aufregend, delikat und billig. Alle kommen sie her, die proper gekleideten Angestellten aus dem Bankenviertel, die Verkäuferinnen, Alte aus der Nachbarschaft und Arbeiter vom Hafen. Ganz spezielle Zutaten. Kein anderer in Singapur hat meine Zutaten, sagt dieser Hawker stolz. Und er preist seine Nudeln mit Meeresfrüchten an. Für 3 bis 6 Mark wird man pappsatt mit Fastfood auf höchstem kulinarischen Niveau. Solche Hawker-Zentren mit den kleinen Kochzellen und einer unbeschreiblichen Speisenvielfalt gibt es zu Dutzenden in Singapur. Sie sind ein Ersatz für Kantinen, bilden mit ihrem fröhlichen Durcheinander einen liebenswerten Kontrast im sonst so sauberen, autoritär regierten asiatischen Stadtstaat, dieser glitzernden Geld- und Konsummetropole Singapur. Singapur, wo alles so ordentlich ist. Die Gewinne explodieren ordentlich. Die Kaufpreise für Wohnungen auch. 100% in 3 Jahren. Die Busse sind klimatisiert. Die Kriminalität ist 40 Mal niedriger als in Los Angeles. Schwindlig wird einem in Singapur nur, wenn unser Kameramann es will. In einer Stadt, in der alles gerade ist und nichts rund geht. Singapur vor ein paar Jahrzehnten. Wohl kaum eine andere Stadt der Welt entwickelte sich so rasant. Dabei wurden Beschaulichkeit und Atmosphäre systematisch weggeplant. Szenen genau dort, wo heute eins der Shoppingzentren an der berühmten Orchard Road steht. Der Singapore River in den 50er Jahren. Der Singapore River heute. Die Boogie Street, der einst für amerikanische Marinesoldaten ein Paradies. Sündige Meile mit Prostituierten und Transvestiten. Sie wurde von Singapurs regierenden Saubermännern abgerissen und dann wieder aufgebaut. Die neue Boogie Street, heute eine fade Touristenmeile. Rikscha-Fahrer für begeistert kichernde Japaner, Buden mit billig kitschigem Nepp und Flitterkram. Hofbräuhaus auf Asiatisch, Hauptsache nicht mehr verrucht. Langeweile in einer Stadt, in der Popstar Madonna Auftrittsverbot hat, weil ihre Show für Singapur zu obszön wäre. Langeweile in einer prüden Erziehungsdiktatur, in der jedes Importvideo amtlich kontrolliert wird von einer offiziellen Zensurbehörde. Zieh jetzt dein Kleid aus, ich mach keine Witze. Ohne Sinn, Verstand und Rücksicht auf den Inhalt werden Szenen gelöscht, weil im ordentlichen Singapur schon angedeuteter Sex die Untertanen moralisch verwirren könnte. Machen wir am Abend noch einmal einen Spaziergang. Gehen wir wieder in so ein Hawker Center. Atmosphäre unter kaltem Neonlicht. Wie schön, dass es wenigstens sowas in Singapur gibt. Das bekannteste Hawker Center liegt am Newton Circus. In fast jedem Reiseführer erwähnt, berühmt für seine köstlichen Meeresfrüchte. Hierhin pilgern Abend für Abend Touristen und Einheimische. Sein Austernomelett muss man probiert haben. Riesengarnelen, Hummer und Rochen. Ein Paradies für Feinschmecker, nicht unbedingt für sensible Freunde der Tiere, die hier erst auf Bestellung gekillt werden. Und jetzt soll auch das Hawker Center am Newton Circus weg.
Der Wirtschaftsboom, dem in Singapur alles untergeordnet wird, fordert den nächsten Tribut. Auch dieser Platz soll mit Hochhäusern zugebaut werden. Die Regierung hat es so beschlossen. Die Gäste sind traurig und die Hawker sind entsetzt. Aber vor der Kamera will keiner richtig offen losschimpfen, denn Kritik von unten darf in Singapur nicht sein. Ich sage nichts, ich befolge die Order. Ich weiß nichts, ich verstehe kein Englisch. Was sagen Sie denn dazu? Die Boogie Street haben Sie schon kaputt gemacht. Und jetzt das hier auch. Bruce kam schon vor einiger Zeit in den Abendnachrichten des Staatsfernsehens. Singapur sei ein Paradies. Das habe auch Star-Tenor Pavarotti bei seinem vorigen Auftritt hier kundgetan. Und deshalb habe er nicht den Frauen, sondern der Regierung von Singapur, den Schöpfern des Paradieses, sein berühmtestes Lied gewidmet, O Sole Mio. Klar doch, Pavarotti braucht kein Hawker Center. Er will ohnehin abspecken. Es ist paradox. Der Tenor, der Künstler, der Weltmann Pavarotti singt ausgerechnet in der Stadt ein Ständchen, der Ordnung über alles geht und der Bilanzen wichtiger sind als Bücher, von den Scheckbüchern einmal abgesehen. Aber zur Freiheit der Kunst gehört es offenbar auch, die Feinde der Kunst zu lobpreisen. In unserem letzten Bericht begeben wir uns, auch dies wollen wir in Zukunft immer mal wieder tun, auf einen Wochenendausflug. Unser Korrespondent Andreas Sichowitz beobachtet in diesem Falle eine Mittelstandsfamilie aus der ägyptischen Metropole Kairo bei einer Schiffsfahrt auf dem Nil. Freitagmorgen, Kairo quillt über vor Menschen. Wer es sich leisten kann, versucht, dem Lärm, der Umweltverschmutzung und der Armut zu entrinnen. Samir Abu El Ela mit Frau, Söhnen und Töchtern auf dem Weg zur Bootsanlegestelle am Nil. Ein Auto besitzen sie nicht, also scheiden die Wüste oder eine Oase als Ausflugsziel aus. Aber der große Fluss hat ja auch seine Reize. Hier starten große Schiffe zu den Staumauern im Nildelta, etwa 1,5 Stunden nördlich von Kairo. 12 Pfund kostet die Karte pro Person, für die Familie ein Vermögen. Das leistet sich Abu El Ela nur alle 6 Monate. Wann losgefahren wird, entscheidet der Kapitän. Und der wartet immer erst, bis das Oberdeck voll besetzt ist. Die Mutter packt Brote aus, Falafel. Sie hat alles für ein Picknick im Grünen eingepackt. Endlich Leinen los. Auf dem Nil geht immer eine Brise. Die bläst den Ärger der Woche aus dem Kopf, aber auch den höchsten Bleistoffgehalt der Welt, den Staub und die Stickigkeit über der Großstadt Kairo. In Samirs Stadtviertel wohnen auf einem Quadratkilometer über 100.000 Menschen. Für ein paar Stunden vergisst die Familie auf dem Nil die Enge und der Blick weitet sich. Junge Männer machen Musik und der bauchtanzenden Tochter schöne Augen. Sie ist 16 Jahre und damit im heiratsfähigen Alter. Aber wo soll die Familie das Geld für die Hochzeit hernehmen? 25.000 Pfund, das sind umgerechnet 10.000 Mark. Liebespärchen sitzen beieinander und tauschen Blicke aus, gestohlene Momente. Auf dem Schiff fragt niemand, ob sie wenigstens verlobt sind. Hier gibt es keine Sittenpolizei. Samir bleiben im Monat nur 120 Mark Gehalt zum Leben. Und das, obwohl er immerhin Abteilungsleiter in einem Rüstungsbetrieb ist. So einsam und romantisch es auf dem Nil sein mag, diesen Ausflug machen am Freitag, dem einzigen freien Tag der Woche, 1 Million Menschen. Private Abgeschiedenheit, persönliche Freiheit, das gilt in Ägypten als verdächtig. Soziale Konformität, das hält die Gesellschaft zusammen. Die Barrage. Um die Jahrhundertwende von den Franzosen vollendet, sollten die Dämme die Wassermenge regulieren, die in das Nildelta fließt. Aber das erschien zu schwierig. Schließlich wurde daraus ein Bewässerungssystem und an Land ein riesiger Park, in dem das Leben tobt. Riesenrad, Schaukeln, man kann Fahrräder mieten oder auch kutschen. Kein Platz, auf dem man das Picknick ausbreiten könnte, so will es uns scheinen. Aber für Samirs Familie ist es die große Freiheit.
Sie bestaunen Bäume und saftiges Gras. Wo gibt es das schon in Kairo? In der Stadt picknicken viele Familien auf den Grünstreifen zwischen mehrspurigen Straßen, mitten im tosenden Verkehr. Tee aus der Thermoskanne, Brot, Salate. Das Fleisch haben sie schon unterwegs aufgegessen. So ein Ausflug mit dem Schiff ist das Schönste, das ich mir vorstellen kann. Weg von dem Krach und Lärm der Stadt. Hier kannst du frische Luft schnappen und hast deine Ruhe. Ein paar Stunden mit meiner Familie hier zusammen, das ist für mich wie Urlaub, freut sich Samir bescheiden. Man lebe doch sonst eingesperrt wie ein Vogel in einem Käfig. Ich bin Hausfrau und verlasse nur ganz selten unsere Wohnung. So auszugehen, das ist schon etwas Besonderes für mich, schwärmt Magda. Die Kinder spielen Ball, toben herum und versuchen, die Grenzen auf ihre Art zu sprengen. Ganz hoch hinaus, wenigstens auf der Schaukel. Dann ertönt die Trillerpfeife des Parkwächters. Schluss, alle aufs Boot, Abfahrt in einer Viertelstunde. Gleich hat der Moloch Kairo Samirs Familie wieder. Der Sonntagsausflug auf dem Nil, Rettungsanker für einen Alltag, der alles andere als malerisch ist. Intensive Bilder und Töne, eine ruhig erzählte Geschichte, gleichzeitig gesellschaftliche Formation. Dies soll auch zukünftig der Maßstab für unser Auslandsmagazin im dritten Programm sein, das vom 9. Mai an alle 14 Tage ausgestrahlt wird. Und zwar donnerstags um 22 Uhr. Die Sendung heißt dann Weltbilder. In der Hoffnung, dass Sie uns als Zuschauer treu bleiben, verabschiede ich mich. Tschüss.